Abend, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Heute Abend gibt es ein Kasperltheater zu André Gunder Frank und eines seiner größten Werke, dem Buch Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika. Aber erstmal möchte ich noch kurz mit euch darüber reden, wer André Gunder Frank überhaupt ist und was dieses Werk für die Geschichte der internationalen Entwicklung überhaupt auszeichnet. Die genauen Details erklärt Ihnen Herr Frank dann natürlich später persönlich. Fangen wir mit seinem Leben an. Um es möglichst kurz zu halten, nenne ich euch ein paar Eckdaten. André Gunder Frank wurde 1929 in Berlin geboren. 1933 musste er Deutschland aufgrund der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen. Er floh in die USA und studierte dort Wirtschaftswissenschaften. Nach seinem Studium reiste er durch Afrika und Lateinamerika. Und später lehrte er an den Universitäten von Brasilien und Mexiko. Aufgrund seiner radikalen Haltung bekam er 1965 Einreiseverbot in die USA und auch in verschiedene andere Länder, genoss er kein großes Ansehen. Nach dem Militärputsch in Chile floh er nach Europa und bereiste die ganze Welt. Er starb im April 2005 in Luxemburg. Aber was genau ist denn jetzt für euch als Studenten der internationalen Entwicklung so interessant an seinem Werk? Im zeitlichen Kontext gesehen befinden wir uns hier im Jahr 1968 und die Kritik an den Theorien der Modernisierung ist schon vorangeschritten. Diese Thematik wird zu dieser Zeit auch international heiß diskutiert und spiegelt sich eben auch im Kalten Krieg, also dem Konflikt zwischen Kommunismus und Kapitalismus, wider. Zu diesem Zeitpunkt kommt jetzt Frank mit vielen neuen Ansätzen und vor allem viel Kritik an dem bisher Bestehenden. Das macht ihn später zum Vater der Dependenztheorie. Genau diese spiegeln sich eben besonders gut in dem von ihm nachher vorgestellten Werk wider. Theoriehistorisch betrachtet leitet somit Frank im Endeffekt nicht nur von den Modernisierungstheorien weg, sondern bietet eben auch einen Denkanstoß für den sich noch später entwickelnden Neoliberalismus. Auch wenn Frank später selber seine Standpunkte noch weiterentwickelt und auch weitere Theorien entscheidend mitprägte, zum Beispiel die der Weltsystemanalyse, war seine wohl größte Errungenschaft für die Wissenschaft seine Ansätze, die zur Dependenztheorie führten. Aber genug daher geredet, jetzt wollen wir mal schauen, ob er schon da ist. Dann kann er euch das nämlich selber nochmal viel besser erklären. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Kasperl. Und ich bin der Seppel. Heute bekommen wir beide Besuch von André Gunder Frank und werden mit ihm über sein Buch Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika sprechen. Ich glaube, ich höre ihn schon kommen. Hallo! Hallo, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dich begrüßen zu dürfen. Schön, dass du es einrichten konntest. Gut, wollen wir gleich über dein Buch sprechen? Ja, sehr gern. Du gehst ja als Vertreter der Dependenztheorie davon aus, dass die Unterentwicklung der Peripherie erst durch die Entwicklung anderer Länder entstanden ist, oder? Ja, genau, das ist richtig. Anders als die Modernisierungstheoretiker gehe ich davon aus, dass nicht endogene, sondern exogene Faktoren entwicklungshemmend sind. Lateinamerika war vor der Kolonisierung nicht unterentwickelt, sondern höchstens unentwickelt. Um nochmal genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen zu definieren, habe ich hier ein Plakat mitgebracht. Und zwar sehen wir hier, zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass jedes Land am Ausgangspunkt unentwickelt ist. Und jetzt kann es sich eben links zur Entwicklung hin orientieren oder rechts zur Unterentwicklung. Auf der linken Seite habe ich dazu als Beispiel für Entwicklung USA und Europa genannt. Und auf der rechten Seite sehen wir Lateinamerika und Afrika. Und was sind die genauen Gründe dafür? Durch den Kolonialismus wurden die Staaten der Peripherie systematisch in Abhängigkeit der Mutterländer gebracht. Dieser Zustand blieb trotz der Dekolonisierung bestehen, vor allem hervorgerufen durch den Kapitalismus. Moment mal. Irgendwie habe ich das noch nicht ganz verstanden. Ja, ich muss noch dazu sagen, dass diese Abhängigkeit zu einer ungerechten und ungleichen Verteilung des Surplus führt. Ja. Aber wahrscheinlich würdest du das Ganze besser verstehen anhand meiner Metropolen-Satellitenstruktur. Der was? Struktur, Entschuldigung. Okay, na gut, ich versuche das zu erklären. Ich gehe also davon aus, dass es eine Weltmetropole gibt, wie zum Beispiel die USA oder auch Europa. Hier auf meinem Plakat habe ich die USA als Beispiel genommen. Diese Metropole an sich
wirkt global gesehen, aber hat auch national ihr eigenes System. Ich gehe erst auf das Nationale ein. Also, national gesehen gibt es in der USA Regionen, die als Metropole wirken, weil sie wirtschaftlich effektiver sind. Und genauso Regionen, die dann als Satellit wirken können, weil sie genau im Gegenteil weniger effektiver sind. Im globalen Kontext hingegen wirkt die gesamte USA als Metropole. Zum Beispiel auf Brasilien, die dann wiederum einen Satellit darstellen. Aber in Brasilien selber gibt es natürlich auch einen nationalen Zustand. Und in diesen könnte zum Beispiel oder wirkt zum Beispiel São Paulo als Metropole. Zum Beispiel im Gegensatz zu den ländlichen Regionen, die dann unter São Paulo als Satellit wirken. Diese Struktur setzt sich immer weiter fort, bis zum kleinsten Bauern weltweit. Und das bedeutet auch, dass im Prinzip Ausgebeutete teilweise sogar zum Ausbeuter werden können. Aha. Das ist ja alles schön und gut. Aber gibt es nicht auch in Brasilien jetzt auch am Beispiel noch genug Regionen, die traditionell sind? Also sind nicht gerade diese Bereiche an der ausbleibenden Gesamtentwicklung eines Staates schuld? Ja, das ist ein Irrglaube, an dem die Menschheit immer noch festhält. Auch der kleinste Bauer im hintersten Winkel von Brasilien ist an das kapitalistische System eingebunden. Dadurch, dass ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft Brasiliens einen großen Anteil des Landes besitzt, ist Subsistenzwirtschaft im traditionellen Sinne gar nicht mehr möglich. Egal ob Pächter oder Besitzer von kleinen Landflächen, sie alle müssen Abgaben an Großgrundbesitzer leisten und sind dadurch von ihnen abhängig, was sie automatisch in das kapitalistische System eingliedert. Irgendwie blicke ich da darüber nicht ganz durch. Ja, und gibt es denn keinen Ausweg aus dieser Falle des Kapitalismus? Hast du irgendwelche Lösungsvorschläge? Ja, um auf die Lösungsvorschläge einzugehen, muss ich zunächst nochmal einige meiner Untersuchungen erwähnen. Und zwar haben die gezeigt, dass Satelliten genau dann in ihrer Entwicklung aufholen konnten, als sich die Metropolen, von denen sie ja abhängig waren, in einer wirtschaftlichen Depression befanden. In Anbetracht dieser Ergebnisse liegt natürlich der Schluss sehr nahe, dass sich die Satelliten von ihren Metropolen einfach abkapseln sollten. Das ist aber gar nicht so einfach, da die Metropolen-Satellitenstruktur schon so weitläufig ist. Und damit ist eine Abkopplung nicht mehr so ohne weiteres möglich. Aus diesem Grund ist meiner Meinung nach der einzige Ausweg eine gesellschaftliche Revolution hin zum Sozialismus. Ja, ein bisschen klarer ist es jetzt schon, aber ganz habe ich es noch immer nicht verstanden. Ja, dann hast du jetzt leider Pech gehabt, denn uns rennt die Zeit davon und wir müssen uns leider schon wieder verabschieden von André Gunder Frank. Vielen Dank für dein Kommen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke schön.